ist Tampa auch nochmal schön im Blick. Guck mal. Das ist nochmal gut, gell? Meter über Null. 14 km/h. Jetzt kommen wir langsam in die Richtung, in die Geschwindigkeit, die wir wollen. Wir fahren Richtung 313 Grad, also Nordwest. Mal gucken, ob das so kommt, wie ich das haben will. Dann fahren wir nämlich gleich nach Nord. Das ist ja theoretisch in die gesamte andere Richtung dann gehen, gell? Das ist ja dann auch da. Wir sind eben nach Süden gefahren, ganze Zeit, dann Westen und jetzt fahren wir nach Nordwesten. Aha. Der Abstecher nach Süden war für uns jetzt auch nicht schlecht. Haben wir noch mal ein bisschen was gesehen. Ja, da haben wir kaum Landeflächen mehr. Ich sehe nur Wald. Das ist ein bisschen schwierig hier in diesem Reich, gell? Und da die Winde heute spielen, wie sie wollen, kann ich jetzt nicht sagen, wir fahren auf die Wiese. Das funktioniert nicht. Was nicht? Das ist der Steinbruch hier. Ja, genau. No. Dass der Ausspanner ist. So geht die Straße dann, gell? Das kriegst du gar nicht so mit. Die geht erst so einen Schlenker und dann macht die erst da runter. Na. Geht oben die alles total anders aus, ja. Wahnsinn. Abgehauen sind, gell? Ja. Wahnsinn, ja. Nee, gar kein Fall. Das hat ja alles kein Gewicht drum. Dann ist das hier drüben, das hier ist glaube ich hier so Klo und Schnellbach und so, weißt du? Na genau, das zieht sich doch alles dann so. Ja, ja. Na, und hier links, das ist Struth. Das hier, was hier so links geht, ist Struth. Weidmannsruhe, guck mal. Siehst du es hier? Da im Wald, oberhalb von Nesselberg, also hier vom Steinbruch. Ja. Ne? Schießstand gesehen schon. Schießstand? Da müssen wir jetzt ziemlich drüber sein. Da ist der neue Ausspann und dann gehst du Hauptstraße. Durch hier runter und da ist nochmal ein Wieschen im Wald. Zwischen Nesselberghaus und. Muss er dann hier, genau hier, guck mal, da sehe ich.
Da ist das Häuschen, wo so Zeitnahmehäuschen. Ich würde sagen, das ist es hier, oder? Die kleine Wiese, die jetzt haben wir die Schicht, wo wir in Richtung 66, 67, 71, 74 Grad fahren, also Richtung Osten. Mhm. Hier, das Viereckchen da. Siehst du es hier? Unterhalb. Oder da drüben ist ein Kumbacher Teich. Was hier? Mhm. Jetzt sind wir wieder bei 100. Wir haben jetzt einen Kreis gedreht. Hier, guck dir das an. Wir sind bei 122 Grad. Vorhin sind wir gestartet bei 133. Nur einmal ringsrum. Ist das immer noch Tambach unter uns? Ja. Wir sind noch über dem Vorplatz. Nimmt das uns ein bisschen nicht durch, gell? Was wünscht ihr? 3 km/h, jo. Grad. Das ist der Mond wieder. Da ist der Campingplatz. Paulfeld bestimmt, ja. Schwimmbad. Ein Windchen, ja. Da hinten ist M-Leben, Holger. Guck mal, da siehst du sie, die Dinger. Schon klar. Guck mal, diese Talsperren wirklich aber von allen Seiten schön durch. Oh, cool. Jetzt geradezu ist auch auf dem Gewerbegebiet. Den Zwiebelkuchen. Dann siehst du auch hier die Teiche hier von Schwabhausen und in Dichmarien, siehst du? So, 2550 Meter sind wir hoch. Ich gehe jetzt wieder runter. Weil die Windrichtung gefällt mir jetzt nicht, wir fahren genauso. Ah, und das mit 10 km/h, da kommen wir nirgendwo runter. Nee, da haben wir nichts zum Landen. Mhm. Gehe also jetzt wieder runter, wo wir in die Richtung fahren, wo wir dann ab und zu die nächste Verlandefläche haben. Ob
optimal wäre jetzt da, ne? Ja, aber haben wir keine Windrichtung. Hilft uns ein Stich? Muss ich gucken. Also wenn du jetzt beim Absteigen bist, musst du dir halt die Windrichtung merken, welche Schichten du durchfährst. Und da kannst du dann runter und in die Richtung. So kannst du es ein bisschen beeinflussen. Aber auch nicht immer. Manchmal ist es in allen Schichten gleiche Richtung. Kommt von vorne Wind. Weil in eine Schicht kommt, die langsamer ist als die, aus der wir kommen. Mhm. Und deswegen werden wir abgebremst. Okay. Und die Windrichtung dreht gerade. Ah. Musst du jetzt so einen Flug melden hier bei der Fluggemeinschaft? Oder bei der Funktionsnetz? Ich habe allgemein eine allgemeine Außenstarterlaubnis. Ich kann hochgehen. Jetzt fahren wir genau entgegengesetzt. Eben hatten wir die Richtung, jetzt fahren wir die Richtung. Oh, wir hatten es runtergehen, es drückt noch vor. Wir fallen mit 4 Metern pro Sekunde.